der fährt, ey, der... Ja, hä? Was soll ich da machen, Leute? Was? Junge, er fliegt über Dubai! Wir werden heute mit extrem teuren Dubai-Autos über Dubai fliegen in GTA 5. Dabei fangen wir an mit den 1-Dollar-Autos bis hin zu den 1-Trilliarde-Autos, die extrem teuer und wertvoll sind und wovon es nur ein und eins gibt. Mein Gegner ist heute Rentner MPK. Was geht? Okay, du bist ein Roboter. Okay, Roboter MPK, mach dich bereit. Wir werden nämlich jetzt auslosen, wer das erste 1-Dollar-Auto auswählen dürfen. Und dafür werden wir erstmal ein random Vehicle machen und ich werde euch gleich Dubai City zeigen. Übrigens, MBK, heute gibt es eine Sonderregel. Die werde ich dir gleich auch noch zeigen, aber erstmal spawnen wir mein erstes Auto und es ist ein normales GTA-Auto. Du hast auch ein normales GTA-Auto, ne? Ich habe auch ein normales GTA-Auto. Und zwar, wir landen heute auf einer Strecke, wo wir weiterfahren dürfen, aber kein Gas geben dürfen. Also wir dürfen nur lenken, okay? Das wirst du aber gleich sehen. Guck mir einfach zu. Ich fliege zuerst und wir gucken, wer weiterfliegt. Okay, MBK, ich fahr los. Tschüss. Oh, okay, ich bin gespannt, Leute, hier über Dubai City. Oh mein Gott. Wow. Okay, das sieht heftig aus. Das sieht sehr heftig aus. Fliegen wir über Dubai? Ja, wir fliegen über Dubai, habe ich doch gesagt, Junge. Oh, das ist krass. Und ich bin gespannt, welches Auto es einmal komplett rüber schafft. Und du siehst hier schon, hier ist so eine lange Gerade. Und wenn man das, wenn man ein guter Pilot ist, ein Autopilot, dann kannst du nämlich, guck mal hier, das Auto, nein, ich lande richtig doof. Ich lande sehr doof, ich lande doof. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja nicht mehr. Und jetzt, guck mal hier, du kannst jetzt einfach nur keinen Gas geben, sondern einfach nur lenken. Lassen, genau, ne? Ausrollen lassen. Und das ist jetzt quasi hier meine, ja, meine Weite, die ich bekommen habe. Jetzt mache ich mal hier die Karte an. Du kannst direkt losfahren und ich bin mal gespannt, ob du weiterkommst. So. Und falls du weiterkommen solltest, kriegst du natürlich einen Punkt und wir gucken, welches Auto einfach über Dubai. Oh, ich glaube, deiner fliegt halt weiter, ne? Ich sag dir ehrlich, 1150! Ja, deiner wird weiterfliegen. Ich sag ehrlich, Leute. MB, oh, du fliegst auch perfekt. Ich bin so ein bisschen gedreht und so. Das war nicht so gut gewesen, aber... Oh mein Gott. Aber warte, nein, ich... Hey, du kommst nicht weiter wie ich. Nee. Doch, du bist schon weiter wie ich. Doch. Sicher? Doch, glaube ja. Da bin ich, da vorne, da bin ich. Nein! Siehst du mich? Dann, ja. Oh nein, 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 nein. Bitte. Bleib stehen. Hände von der Tastatur. Bleib stehen. Hände von der Tastatur. Ja! Oh mein Gott, was? Hä? Ey, guck dir das an, ich bin hier. Ich hab ein GTA-Bugatti. Ja, ich hab halt... Ferrari, ein alter, das ist ja ein Grotti, Bro, ein alter Ferrari. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Okay, haha. GG. Ich darf das erste Auto auswählen. Okay, bevor wir natürlich zu den richtig krassen Autos kommen, kommen wir heute erstmal zu den Billigautos, zu den 1-Dollar-Autos. Und ich bin gespannt, was sich hier im Container verbirgt. Und es ist ein... Ein Reifen. Was ist das? Ein... Bro, Reifen. Das ist ein... Reifen. In dem man einsteigen kann. Boah, der könnte krass sein. Ich sag ehrlich, der könnte richtig weit fliegen. Ja, weit. Gut, okay, also das erste Auto gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, Leute. Einen fahrenden Reifen für 1 Dollar. Und das zweite Auto, hier haben wir ein... Das ist eine schwebende Dusche. Junge, was sind das heute für 1-Dollar-Auto? Warte, aber kann man hier einsteigen? Ich sag dir ehrlich... Ich glaube nicht, oder? Ich sag dir aber ehrlich, ich glaube, ich nehme den Reifen. Guck mal, da bewegen sich... Also, die Dusche ist lustig, aber ich weiß nicht, Leute. Ich sag euch ehrlich... Ja, dann nimm du die. Aber ich will zuerst fliegen, weil ich glaube, mit dem Reifen werde ich definitiv weiterkommen, wie du es kommst. Weil, guck mal, der ist schön... Ey, hallo, Fliegen ist nicht erlaubt, Okay. Ey, Junge, aber krass ist denn, dass du weißt, dass er eine Flugfunktion hat. Oh Gott. Na klar. Okay, warte mal, ich muss das gucken, die Reifen mal hier kurz richtig ausrichten, Leute. Und... Bro, oh mein Gott. Okay, nochmal neuer Start. Erster Versuch, ne? Das stand ich, wir sind knallhart. Bro, ich starte aber direkt hier. Weil ich glaube. Ja, okay. Nee, das Ding ist kompletter Müll, Leute. Das Ding, ich probiere es nochmal hier mit weniger Anlauf. Vielleicht weißt du, das Ding ist, das ist auch das, dieses Fahrzeug, ich kenne das. Das kippt immer direkt um. Hey Leute, ich dachte. Ja, der Reifen ist kompletter Müll. Der Reifen ist aber leider. Warte, fahr sonst bis zum Ende. Ja, ich muss bis zum Ende fahren. Also ich muss hier. Leute, guckt euch das an. Das ist. Oh mein Gott, ja, okay. Okay, Start. Gar nicht schlecht, aber oh Gott. Junge, was passiert, wenn ich jetzt damit aufkomme? Nicht mal bis zur ersten Kreuzung, ne? Ja, bleib mal ganz ruhig. Vielleicht kommst du ja mit deiner komischen Dusche da auch nicht weiter. Oh, der Reifen kommt auf. Oh. Ja, super. Ja, MBK, du bist dran. Ich guck dir zu. Dran und ich will aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, du wirst weiterfliegen. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist den Quick. Junge, das 1100. Das ist heftig.
Ja, boah. Okay. Okay. Ich hätte die fliegende Dusche nehmen sollen. Freunde, natürlich hätten wir die fliegende Dusche nehmen sollen. Ganz klare Geschichte. Und aber ich sehe jetzt schon kein neuer Rekord. Ey, aber du bist knapp. Junge, ganz knapp vor mir. Ganz knapp. Guck mal, ich bin jetzt gar nicht so weit weg. Ja, okay, doch, ich bin schon weit weg. Guck mal, MBK wird hier runterkommen. Ich seh dich nicht mal. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, gut, die Runde geht leider an dich. Punkt 1. 1. Okay, damit haben wir die ersten Autos und weiter geht's ja gleich mit dem 100-Dollar-Auto. Oh. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, wir spawnen jetzt erstmal wieder Random aber Vehicle. Erstmal Random Vehicle. Okay. Okay, fahr du zuerst. Fahr du zuerst. Lach nicht drüber, Bro. Lach nicht drüber. Oh. Es könnte Elektro, sogar. Kein Sound. Es ist ein verpacktes Auto. Es ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, springt der über Dubai oder was? Es ist. Ich sehe da hinten schon San Francisco. Oh Gott, guck mal, das ist die GTA-Karte daneben, Freunde. Das ist geisteskrank. Okay. Bro. Oh, guck mal, du kommst sogar über die Brücke. Das ist gerade der neue Rekord. Aber ich sag dir, großer Fehler, du hättest sogar weiterkommen können, wenn du nämlich jetzt noch das Auto zum Fahren bringst, quasi, weißt du? Zum Lenken. Ja, mach ich doch. Oh, doch, 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 Leute, er kommt doch gut. Er kommt. Oh mein Gott. So, Hände ist alles im Video. Ja, du kannst lenken. Lenken ist erlaubt. Lenken ist erlaubt. Ah, Lenken ist erlaubt. Ja, Lenken ist erlaubt. Da kein Gummi geben, ne? Okay. So, also er ist gut weit gekommen, Freunde, aber vielleicht... Park mal dann hier links, ne? Kann ich ja einen besseren Jump... Ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir mit der Karre weiterkommen, aber... Also ich bin über die erste Brücke gekommen, ne? Da sind so Brücken immer in Abstand. Ey, ich komme richtig gut, ne? Also ich will jetzt nicht pushen. Hörst du? Ich bin nicht bei meinem Auto geblieben. Ja, wer weiß, vielleicht ist das so ein so eine Rolllegende, weißt du? Oh, das kann auch sein. Das könnte sein, dass ich jetzt, wenn ich aufkomme... Oh, ich komme perfekt genau auf. Genau in der Leitplanke landest. Nee, 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 bisher nicht mehr. Leute. Okay, das war's gewesen. Ja, leider, der Punkt geht auch an dich. Okay, MBK, das 100-Dollar-Auto. Ich bin gespannt, was sich hier hinter versteckt. Yes, für 100 auch. Dollar kriegen wir... Ein Hyundai Transport? Leute, was ist das denn für ein Dullimobil? Junge, 400 Dollar, ein sehr, sehr gutes Auto. Man sitzt auf der anderen Seite. Ja, das ist ein Rechtslenker ein, weil der kommt aus dem Ausland. Okay. Das ist ja was sind das für 100 Dollar Autos, Leute? Das sind ja komplette Lacher. Das ist doch hier der Mr. Bean-Wagen mit Teddy. Das ist einer meiner Lieblingskinderserien. Teddy, das ist Teddy. Ich bin Teddy. Leute, ich bin Teddy. Sag ich über Teddy. So, willst du Mr. Beans Auto nehmen oder was? Ich nehme Mr. Beans Auto und du fährst diesmal als erstes, weil eben bin ich als erstes gefahren. Okay. Hä, gar nicht, was laberst du? Na klar, ich bin auch über die Brücke geflogen. Ach so, stimmt. Ja, okay. Ich fahre als erstes, Leute. Ja. Ich glaube, mit dem Auto hier. Ich glaube, du rutschst weg. Der ist gut. Ey, der ist gut. Nein. Der ist sehr gut. Oh mein Gott. Oh, ich mache hier, guck mal, ich mache schön die Frontflips, Leute. Noch ein Frontflip gleich für die Geschwindigkeit, weißt du? Wie hoch fliegst du? Ja, ich flieg richtig hoch. Na, hä? Der kommt gar nicht weit. Gar nicht, ne. Hä? Oh ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr. Ich muss hier ein bisschen, nein, nicht in die Mitte aufkommen, nicht in die Mitte. Nein, ich brauche noch ein bisschen Boost hier. Oh, Gottes Willen. Ich war sogar rückwärts. Oh, guck mal, wie der aussieht. Aua. Okay. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, ob Mr. Beans Auto weiterkommt. Ich sag dir ganz, ganz ehrlich. Ich bin hier ein großer... Oh. Okay. Also, und rein da. Ich glaube nicht, dass Mr. Beans Autos weiter schafft. Sag ich euch ganz ehrlich, Leute. Oh. Was? Oh. Junge, der macht sogar einen neuen Rekord, glaube ich. Das Ding, du machst einen neuen Rekord. Ja, wir wollen jetzt mal erstmal noch nicht übertreiben. Oh, es kann sein. Kein neuer Rekord. Aber ich lenke ein bisschen hier in die Richtung. Aber du bist auf jeden Fall... Ey, Leute, ich kann... Wie viel Pech habe ich denn heute? Du bist viel weiter wie ich gekommen. Schade, Marmelade. Auch der Punkt geht an MBK. So, MBK, jetzt werden wir aber drei Autos spawnen und wir nehmen das Größte. Eins. Okay, nicht schlecht. Das Größte nehmen wir. Eins. Nein. Zwei. Bro, ich hab so ein Müllauto. Ist es größer? Noch. Oh, hallo, du musst noch einen spawnen. Ja, du musst noch einen spawnen. Ja, bitte ein ganz flaches. Hä, ein Kindermobil. Aber ich glaube, deins ist besser wie mein Auto. Ich weiß auch nicht. Selbst bei Random Vehicles habe ich heute kein Glück. Okay, MBK, ich würde sagen, ich fahre wieder zuerst, oder? Ja, mach mal, Rentner. Obwohl, Bro. Oh, der fährt. Ey, der. Ja, hä? Okay, vorbei. Ganz neuer Rekord. Ich seh's. Der ist 1500 km/h gefahren und jetzt mache ich die Schraube.
Die Schraube, Leute. Guck mal, siehst du die Brücke da vor dir? Aber ja, was ich nicht verstehe, das Auto hat einen neuen Speed-Rekord gerade aufgestellt mit 1500 km/h. Fliegt nicht so weit. Und es fliegt nicht mal ansatzweise so weit. Guckt euch das an. Aufs andere Auto. Oh, ey. Boah. Junge, da sitzt einfach Bigfoot drin, glaube ich. Ach nee, ich dachte gerade, das ist Bigfoot, Leute. So, ich geb Gas. Okay. Ich geb Gas. Ja. Ich bin gespannt, aber... 1-3, 1-4, 1-4 und ab... Ja. Oh, yo. Ey, das, warum sind deine Autos so viel besser? Oh mein Gott, über die Brücke... Ja, jetzt bist du... Warte mal, jetzt bist du über mich schon rüber. Ja, es könnte sogar ein neuer Rekord sein, aber... Ja, was soll ich sagen, Freunde? Das war auch echt ein Dulli-Auto gewesen, was ich hatte. MBK kommt hier auf und... Boom, ja, GG. Ja, wir parken mal wieder hier rechts. So, das heißt, MDK, du kannst das nächste Auto auswählen. Und das ist das gespannt. 10.000 Dollar Auto, was wir diesmal kriegen. Let's go, im ersten Container ist drin. Yo, für 10.000 Dollar ist auf jeden Fall ein Gebrauchtwagen. Ja, das ist eine. Nee, das ist ein Camaro, Bro. Camaro, ich weiß gar nicht, doch, Chevrolet Camaro. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke ist das, Leute. Chevrolet, ja, Chevrolet, weiß Bro. Chevrolet ist richtig. Chevrolet Camaro. Sehr, sehr gut, MBK. Und das. Welches Auto nimmst du? Welches Auto nimmst du? SUV? Lass dich überraschen. Entweder nehme ich den oder. Na, ah, komm. Ja, okay, Leute. Ich kenne das andere Auto, Bro. Das ist übelst OP. Ja, ich bin. Och, nein. Also, guck mal hier. Der hat Frontantrieb. Also. Das war's mit dir. Ey, Leute, ich werde heute so viele Punkte verlieren, aber vielleicht hole ich noch auf. Okay, MBK, ich fahr dann mal. Ach, Bro, es ist halt... Bro, es ist wieder Frontantrieb. Junge, das ist doch einfach... Ey! Alter. Weißt du, eigentlich könntest... Ich darf nochmal... Eigentlich könntest du mich jetzt Weitsprung meistern im Stand. Junge, was redest du Weitsprung meistern? Du hast du Glück mit den Autos. Guck dir mal an, was ich hier kriege, Bro. Was soll ich da machen, Leute? Weitsprung. Ich gebe dir noch einen Try. Bro, guck, das Auto fährt nicht mehr geradeaus. Ja, ein bisschen langsamer. Ja, ja. Ja, Leute, wow. Stark. Hä? Junge, gerade mal 1000 km/h. Junge, das ist so Weitsprunglegende. Der hat nicht mal Sound. Ich glaube, der wiegt viel. Ja, das Ding ist, oh ja, super. Jetzt komme ich hier wieder komplett links, rechts auf, Freunde. Katastrophe und... Yep. Zack. Ja. Weiter als mein... Der Range Rover. Ja, komm. Ja. Nee, fast weiter. Ich glaube, du hast mich... Also, Leute, ich kenne das Auto, was MBK hat. Er wird mich locker besiegen. Das ist... Nein, also, sag doch sowas doch. Nicht. Kennst du das Auto? Du kennst es auch, ne? Ja, das ist... Und Leute, das ist eins der krassesten. Wie schnell bist du? 1-4, 1-5. Absprung bei 1-5. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das wird ein neuer Rekord. Das wird. So, kurz mal ausdingsen hier. Da unten bin ich, Leute. Okay, MBK fliegt auch sehr, sehr gut. Ja, das wird ein neuer Rekord. Du bist gleich über mich rüber. Du bist. Ich land nicht auf der Brücke. Jetzt oder? Bitte über mich rüber. Nee, nicht auf der Brücke. Bitte nicht. Aber in der Mitte. Du landest in der Mitte. Nee, doch nicht. Nee. Oh! Ja, okay. Direkt eingerastet, aber stark. Kein neuer Rekord. Okay, MBK, wir spawnen jetzt 2 Autos und du kannst das Auto für den Gegner aussuchen. Okay. Und 1. Schon mal ein gutes GTA. Junge, Corvette einfach. Corvette. Oh, Stani, da kennt. Als ob es derselbe. Ich glaube, das ist derselbe, Bro. Was gibst du mir? Stani, wir kennen uns ja schon mittlerweile sehr lang. Sehr, sehr lange. Ja. Und ich muss da sagen. Ja, okay, dann gib mir den BMW und ich gib dir meinen. Den Dings. Genau. Bro, du bist so ein ekliger Esel, Alter. Du bist so ich hier. Ich bin gespannt. Hm? Hier. Oh, aber es ist eine Corvette. Was ist das? Corvette Z8 oder so? Hey, Freunde, wir haben normales GTA-Auto und die sind leider immer Katastrophe. Ich hab noch Hoffnung, Bro. Ich hoffe, dass er einfach nur fährt. Ja, er fährt einfach nur. Das. Junge, hä? Nein. 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 Was geht ab? Ich seh's. Ich will jetzt nicht pushen. Du hast gerade einen Lacher gemacht und das Auto macht gerade einen neuen Rekord. Das Auto macht gerade... noch nicht. Doch, jetzt ist er doch schon rüber. Über deinen Rekord. Ist drüber. Ja, und über meinen Rekord. Und nee. Wo ist dein Rekord? Ist er noch weiter? Noch weiter hinten. Da ganz hinten. Siehst du den? Nee. War knapp. Ja, weiter gerade die Straße. Aber ist egal, kein neuer Rekord. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal... Also, da hast du Applaus bekommen. Ich glaube persönlich nicht, dass du weiterkommst. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube es persönlich nicht. Nimm das zurück. Nee, fahr einfach. Ich beobachte dich. Fahr einfach. Oh mein Gott. Wie schnell? 1 hier. 1. Ja, Bro, ich war 1,7, ne?
Oh, kommst du dir so vor, da fliegt deiner gerade richtig weit. Ich weiß es nicht. Nee. Soll ich, muss mich nee, fahren? Nee, nee, der geht vorher runter. Der geht vorher runter. Oh Gott, das wird knapp. Das wird richtig knapp, MBK. Der geht runter. Na, ich kann mich gerade nicht fangen. Er dreht sich. Und das war's. Also außer du rollst jetzt noch. Nee, das war's. Das war's. Ja. Hey, easy, schade. Leute. Endlich mal eine Runde, wo wir gewonnen haben. Locker, flockig, MBK mal wieder kein Gegner. Ja, jetzt kann ich aussuchen und wir sind jetzt bei den 100.000 Dollar Autos. Ich bin gespannt, was hier rauskommen soll. Das ist eine krasse Steigerung. Oh mein Gott. Oh, eine. Nein. Das ist eine Killer G-Klasse. Bro, ne? Das ist die Killer G-Klasse. Guck mal, wie böse er. Guck mal, wie böse er. Oh mein Gott, Leute. Das ist die komplett geisteskranke Killer G-Klasse. Ja. Das Auto ist. Den habe ich im Privat, ne? Komplett geisteskrank. Ihr seht die Reifen dahinter. Das ist, Leute, das, ich glaube, das wird sogar einen neuen Rekord. Also, das Ding wird einen neuen Rekord machen. Hundertprozentig. Ja. Ich bin aber gespannt, was das andere Auto sein wird. Das könnte ja auch was Krasses sein. Und das andere Auto ist. Oh, hau ein nicht Mercedes schlecht. TPG. Bro, was ist das ja, denn? Ja, das ist aber, Bro, das ist ein sehr spezielles LED-Fahrzeug, was halt so eine krasse Lackierung hat, offenen Motor. Aber, Bro, ich nehme die G-Klasse. Ich nehme die G-Klasse. Ich glaube, die Killer-G-Klasse, Freunde. Es ist nicht umsonst die Killer-G-Klasse. Du weißt, welches Auto am weitesten geflogen ist? Das, was am längsten war bis jetzt, ne? Ja, aber meins, glaub mir, meins hat ein bisschen extra Power. Trust. Okay, MBK, ich mach mich bereit. Ich bin als Erste. Oh. Ich fahr los. Der ist schon los. Ey, der. Oh. Was? Oh mein Gott. Restart. Ein hast du noch. Nein, es könnte sein, dass jetzt nochmal passiert. Es könnte sein, ich weiß nicht, an was es lag. Ich muss vielleicht mehr geschwinden. Oh, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt diese Probleme mit dem Auto. Ey, da habe ich wieder Pech. Bitte. Es wäre so gut, es wäre schon 5-1 oder 2 oder 1. Nein, guck mal, das. Nee. Bro, Leute, guck mal, ich will den Leuten kurz das Problem zeigen. Das Auto ist zu schnell. Guck mal, Bro, er drückt sich so in den Boden rein, das ist das Problem. Und dadurch, ja, also ich kann gucken. Also ich würde mal sagen, hätte das Auto guten Grip, ja. Nein, wäre das Problem nicht einfach schlechter ausgewählt. Er hat zu einfach viel Power. Nein, du hast wie ein Noob das Auto ausgewählt. Nein, andere Rampe hätte ich besser geschafft. Nein. Fahr du. Hey. Noob ist. Oh. Erster Versuch weg. Alter. Erster Versuch weg. Nach dem Reifen. Erster Versuch weg. Was redest du? Weg. Okay. Ja, okay. Komm, guck mal hier, Leute. Guck mal hier. Der wird clean fliegen. Oh! Was? Ja. Nein. Und was hat MB Rampenking gesagt? Bro, er fliegt nicht nur über die. Okay, die langen Autos sind die am krassesten sind. Ich muss leider sagen, Leute, er hat recht. Er hat diesmal recht. Ja, könnte jetzt wirklich komplett Rekord machen, ne? Komplett. Nee, er choked rein. Ja? Ja, gut, noch ein paar Meter hat er mitgenommen, aber das war. Also da. Ich zähl mal kurz die Brücken, über wie viele Brücken ich geflogen bin, weil. Ey, das ist so peinlich, ey. Okay, MBK. Jeder spawnt ein Auto, random. Ja, okay, Motorrad zählt nicht, Leute, weil Motorrad kannst du Flybridge machen, das wäre komplett unfair. Deswegen Motorrad machen wir nicht. Oh, ey, Bro, ich... Alter, der Spectre. Hey, bitte rede nicht. Aber ey, das ein Auto? Ein Auto nur. Oh, ja, bitte. Ey, wenn jetzt diese Feuerwehr weiterfliegt als der, dann drehe ich komplett durch. Ich sag ehrlich, dann glaube ich dann gar nichts mehr. So, okay, let's go. Whoa. Einer fliegt krass. Oh mein Gott. Yo! Okay. Ja. Also, ich sag ehrlich. So, ausrichten, Leute. Ich muss ihn. Oh, nee. Dreht sich ein bisschen zu doll. Ausrichten über die erste Brücke rüber. Und nicht, der hat Topspeed von 1700 km/h gehabt. Ne? Topspeed. 1700 km/h. So, krass. Und. Lenken. Okay, ja. Ähnlich wie das andere GTA-Auto, was du ausgelacht hast. Als ob du jetzt mit deinem Feuerwehrauto weiterkommst. Ich sag mal so, wenn ich jetzt weiterkomme als dein Auto, musst du mir einen Dubai-Urlaub ausgeben. Ja, okay, dann gebe ich einen Dubai-Urlaub aus. Weil das. Alter! Wie schwer fährt der? Alter! Junge, das Problem ist halt, gemoddete Autos sind übelst. So, ich muss mir mal gleich ganz kurz schon noch die gemoddeten Autos, Leute. Er fliegt. Wo flieg ich? Junge, er fliegt wirklich über uns. Guck mal hier, er fliegt über die halbe GTA-Karte und halb Dubai. Mit so einem Monster-Truck. Das ist doch nicht mehr normal. Feuerwehrauto, wenn ich bitten darf. Junge, für mich ist das ein Monster-Truck. Okay, nee, fast weiter als der andere.
GG, Leute, GG. Okay, das heißt GG, aber wir machen direkt weiter mit den 1-Million-Dollar-Autos und... Rolls-Royce, Bro, Rolls-Royce Dawn. God. Sehr, sehr krasse Karre. 1 Million Dollar und für... Okay, Leute, das sind hier auf jeden Fall 2 Cabriolets. Und zwar einmal Exclusive Lamborghini, Leute, und den Rolls-Royce Dawn. Welches Auto nimmst du denn, NDK? Mit dem Rolls-Royce Dawn. Jetzt fährst du aber zuerst. Ich glaube nicht, dass du weiterkommst, sag ich dir ehrlich. Ja, ich werde... Bist du bereit? Ich fahr schon... Ja, Rolls-Royce, enttäusch mich nicht. Der Rolls fliegt... Ich nenne ihn Rolls-Royce. Ja, ich sag dir ehrlich, der fliegt bluffmäßig. Der fliegt komplett bluffmäßig. Junge, der fliegt nicht mal weiter als die GDA-Autos. Da brauchst du auch nicht irgendwie so ein Fly. Ja, aber das ist nicht krass. Ich sag ehrlich, der fliegt nicht krass. Das aber ist ein, guck mal, es ist ein Rolls. Der wird jetzt rollen. Ja, das könnte sein, guter Call. Guter. Na. Ja, ist gut. Ehrlich, bleib drinnen sitzen, ist gut. Ist aber nicht OP, weil jetzt kommt mein Lamborghini. Bro, du hast ausgewählt und wenn du falsch ausgewählt. Ja, okay, du hast falsch ausgewählt. Ja, okay, du hast komplett falsch ausgewählt. Junge, wie... Ja, du hast falsch ausgewählt. Nee, doch, du hast falsch ausgewählt. Du hast, guck mal hier, meiner schraubt sich. Jetzt kommt der... Ist das Auto von Harry Potter? Das? Oh Gott, ich sehe dich da unten. Ich sehe, Junge, das wird ultra knapp. Oh mein Gott. Das wird ultra knapp. Wenn ich jetzt gut aufkomme, kriege ich es hin. Du bist drüber. Oh mein Gott. Ich sehe dich. Das war knapp. Neben mir gelandet. Das war wirklich knapp gewesen. Aber ich bin weitergekommen wie MBK. Und das heißt, ich habe mal wieder einen Punkt. Super. Okay, MBK, wir nehmen jetzt 3 Autos und wir nehmen das kleinste. Eins... Okay. Paul Berger Limo Auto, oh mein Gott. Paul Berger. 2. 1. Nicht gut. Oh, Bro, was ist jetzt? Das Problem ist, was ist kleiner? Was ist kleiner? Das ist die Frage. 2. Ja! Und 3. Okay. Und? Es zählt nicht. Okay. Okay, die Frage ist, Bro, was ist kleiner? Porsche oder Paul Berger Limo Auto, Leute? Das müssen wir jetzt mal gucken kurz. Paul Berger Limo Auto ist kleiner. Paul Berger Limo Auto ist kleiner. Das ist natürlich ein sehr, sehr. Ich hoffe, dass. Mit Paul Berger Power sollte mich jetzt nicht enttäuschen. Also, fahr du zuerst. Ich sag dir, die Paul Berger Power ist komplett brutal. Stani, ich dachte, ich habe ein GTA-Auto, aber ich habe einen Lotus. Oh, ja, stimmt, das ist ein Lotus, Bro. Das ist ein Problem, Leute. Das ist ein Elektroauto. Die sind... Oh mein Gott, wie schnell? 1,5. 1,5 ist nicht so krass. Also ich kann jetzt sagen, das Ding ist bei mir... Das ist nichts. Das ist ganz und gar nichts, Leute. Ganz und gar nichts. Obwohl. Ist nicht dolle, ja, über das GTA. Junge, du kommst ein bisschen weiter wie das GTA-Auto. Das ist ein Lacher. Junge, das ist ein Lacher. Ist in Ordnung. Warte ab, was ich jetzt machen werde. Guck, MBK. Hoppa. Oh, Becker Limo. Aber auch nicht... Doch, der ist viel weiter. Das Ding ist 1700. Ich dachte, der fährt vielleicht noch ein bisschen schneller. Junge, wo ist die Paul Berger Power? Ich dachte, das Ding fliegt komplett über die Dings. Könnte Kopf an Kopf sein. Oh Gott, ich muss rollen. Ich sehe dich da unten, Ich sehe dich auf der Karte. Nee, ich bin über dir. Ja, ich sehe es. Ich bin über dir. Knapp aber. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, bin ich ehrlich. Weiter wie MBK, wir können das nächste Auto auswählen. Okay, wir machen weiter mit dem 10-Millionen-Dollar-Auto. Mal gucken, ob die es hier über Dubai schaffen. Okay, das ist der krasse Bugatti, Bro. Junge, die haben die günstiger gemacht. Der war doch so teurer mal gewesen. Ich bin ja weitergekommen, ne? Ich bin weitergekommen. Was laberst du? Und ein Jaguar Concept Car. Aber ich sag dir ehrlich, Bugatti ist es. Okay, zum Glück ist es der schlechte Bugatti. Nein, stimmt. Es ist der. Es ist der Bugatti, der schlecht ist. Guck mal, wie man da klebt. Oh mein Gott. Ja. Guck das an. Ja, ich fahre eh nur geradeaus. Ja, ey. Oh mein Gott, okay, tut mir leid. Ja, okay, ich fahr zuerst, oder? Fahr du zuerst. Fahr du zuerst, ich guck. Okay, und? Freunde, ob MBK hier. Jaguar. Ich glaube, ich hab mich halt echt. Wie schnell? Oh mein Gott. Ich glaube, 2000 km/h? Nein. Bro. Wo fliege ich? Nein. Junge, guck mal, auf die GTA-Karte, wie weit du fliegst. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch. Ja, du kannst nach links gucken. Oder siehst du das nicht? Ich sehe es auf jeden Fall. Ich muss mich hier konzentrieren, wie ich fliege. Ja, okay. Ja, das ist neuer Rekord. Leute, wir haben uns gefangen. Ist das neuer Rekord?
Junge, du bist fast über ganz Dubai geflogen. Du bist fast über ganz und Dubai. Und wir haben uns gefangen. Und das jetzt ist ein neuer Rekord. Jetzt wird noch das Gold. Das ist... Oh mein Gott. Nee, ja. Ist kein neuer Rekord. Ist es kein... Das ist krass. Das ist krass. Das ist ganz ein bisschen hinter. Aber ich glaube, ich komme nicht weiter. Ich sag's dir ehrlich. Okay. Ich bleib hier. So, das ist der... Stani. Nee. Ja, das... Ey, also, das kann doch nicht sein. Ich hab... Junge, wie kann ich das denn vergessen, dass das Auto Müll ist? Wie kann ich das vergessen? GTA Startsprung, ja, Noob, AKA Stani, dein neuer wir machen, Name. Komm, Stani. Wir machen direkt weiter, Bro. Wir machen direkt weiter, wenn du so Schlauberger bist. Komm, komm her. Bro, wir machen direkt weiter, weil du so eine große Klappe hast. Du dürftest sogar das Auto auswählen. Und zwar hier das 100 Millionen Dollar Auto. Oh. Na, okay, Freunde, das ist der krasseste BMW, den wir haben in GTA. Den aber, Junge, das ist das Double Sword Anime Car. Ja, okay. Also, ich sag dir ehrlich, ich bin gespannt, was du auswählst. Das Ding ist, ich bin dir sehr ehrlich. Ja. Ich muss gewinnen. Fehler. Oh mein Gott. Fehler, Leute. Ich sag euch ehrlich, guckt dir das Auto an hier. Guckt dir das Auto an. Stani. Bro, das ist kompletter Fehler, was du gemacht hast. Nein. Guck mal hier. Wie ich hier. Guck mal hier. Siehst du das? Bro. Es klebt so sehr auf der Straße. Ja, das ist kompletter Fehler. Das ist, Junge, dieses Auto wird jetzt Rekorde brechen. Ich sag, das wird über... Werden wir sehen. Ich sag, fahr du zuerst. Ich sag, mein Auto fliegt über Dubai. Mein Auto wird jetzt komplett rasieren. Wird über Dubai fliegen. Komm, zeig, was du drauf hast. Du wirst verlieren. Okay, Sirenen an. Okay, ich glaub nicht, dass er Chance hat, Leute. Boah. Nee. Boah. Und das... Nein. Das ist es, Leute. Zweiter Try. Das ist es, was ich gesehen habe. Das ist das, was ich rausgeguckt habe. Dass er zu niedrig ist. Ja, guck mal, ich glaube, der ist... Bro, er hat zu viel Power, weil er zu... Guck mal hier, ich fahr mal. Ich bin mal gespannt. Obwohl, man... Ich glaube, der drückt sich... Sehr schön. Dafür ist ein zweiter Try. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist neuer Rekord. Oh mein Gott. Aber du fliegst wie der größte Anfänger. Junge. Ja gut, dann machen wir das nochmal anders. Junge, er fliegt über Dubai! Ja, guck mal, der Anfänger... Stani, da unten. Stani? Oh mein Gott. Stani, er fliegt nur geradeaus. Also jetzt mal Real Talk, ich kann nicht fangen. Ich flieg gerade drüber. Das ist krass. Das war's mit Dubai. Dubai war schöner Urlaub. Ich bin über die ganze GTA-Map auch fast. Ne? Bleib da, wo du bist. Er ist komplett über Dubai geflogen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte alles erwartet, aber nicht das. Ich komme jetzt auch und mal gucken, wer ich fliegen werde. Okay, MBK, macht... Oh mein Gott. Oh, okay. Nee. Nein. Zweiter Versuch. Bro, wie schnell ist deiner gefahren? 2000 oder also 2200? Oh! Bin dir ehrlich, der ist nicht. Zwei-Schwerter-Anime-Lamborghini-Freunde, der das ist kein Lamborghini, aber gut, okay. Ja, das Zwei-Schwerter-Auto-Freunde. Mit vier Reifen und einem Motor. Stani, das ist krass. Weitsprung, Noob ab. Aber, ey, ich sag dir ehrlich, guck mal, das ist zweitweites Auto, ne? Würde ich jetzt sagen. Warte, guck. Was kosten die nochmal? 1 Million? 10 Millionen, oder? 100 Millionen kosten die, glaube ich. 100 Millionen, ja. Ja, ist okay. Leute. Guck mal, aber der fährt halt, guck mal, wie krass der halt fährt, ne? Also, der fährt komplett krass. Aber Freunde, MBK hat leider, der war sogar hinter den Bugatti da gewesen. Ist egal, Leute. Ist egal. Okay, MBK, jetzt kommt hier das 1 Milliarde Auto und danach kommt das 1 Trilliarde Auto. Kannst du nochmal sagen, wer auswählen darf jetzt? Nochmal bitte. Das Ding ist, ich darf jetzt auswählen, weil wir direkt mit dem nächsten weitermachen. Doch. Nein, Stani. Ich darf auswählen, Bro. Das ist schlecht. Ich darf auswählen, Bro. Das Auto. Ich darf auswählen, Freunde. Wir haben hier 2 1-Milliarde-Autos. Es sind beide gute Autos, Bro, aber ich glaube nicht, dass du kennst das Auto, was ich habe, ne? Ich kenne dein Auto, Stani. Guck mal, Leute, ich bin weitergekommen und er sucht trotzdem das Auto. Ja, Bro, weil wir jetzt gerade keine Random Vehicle-Runde machen. Deswegen. Okay, fahr du zuerst. Dein Auto ist auch gut, Bro. Dein Auto ist sehr, sehr krass auch, ne? Ja, okay. Also ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, beide Autos fliegen über Dubai rüber. MBK, ich bin bereit. 2, 1, das Auto heißt Karma und es ist Karma, dass er mir das gegeben hat, Leute. Oh, das fährt aber Müll. Nochmal. Ich glaube, das wird nichts mit dem Auto, ich sag ehrlich. Nee, ich glaube auch. Ich glaube, es wird damit nichts. Es hat den Rechtsrad, Leute. Zu hoch. Ich verliere Öl, ne? Zu hoch, ja, du hast... Ja, ich steig direkt aus, brauch mal gar nicht zu hoch. Was für ein Auto. Also ich bin gespannt, ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich könnte jetzt mit meinem Auto einen neuen Rekord machen. Okay, Leute, es geht los. Oh mein Gott, okay, vorbei.
Was war das? Oh mein Gott. Was war das hier? Warte mal, hier? Hä? Wo ist das hier ein bisschen erhöht? Warte mal, das müssen wir ausrichten, Leute. Das müssen wir ausrichten. Okay, Leute, jetzt ist das eben eher erdig. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, aber die Autos sind zu schnell. Bro, ich bin 3000 km/h gefahren. Das Ding ist, ich glaube, unsere Autos sind zu schnell für die Dubai-Rampe. Ja. Ja. Oh, das ist die Vermutung, die ich hatte, Leute. Guckt euch das an, das ist... Der versucht dein Bestes, Das ist... Junge, das geht gar nicht mehr. Junge, das sind Top-Autos, die können hier nicht fahren, weil die Dubai-Rampe zu hoch ist, glaube ich. Okay, aber wir probieren jetzt das 1-Trilliarde-Dollar-Auto. Ich bin da wirklich gespannt, was das macht. Also, was das macht. Komm, du kannst aussuchen. Okay, das ist ein okay, guck mal, deswegen ist das 1-Trilliarde-Dollar-Auto. Weil die sind höher. Und deswegen können wir damit besser die Rampe fahren. Sehr schlau. Bro, welches Auto nimmst du? Ich nehme die G-Klasse. Okay, das war ein großer Fehler, weil dieser Truck... Bro, dieser Truck ist nicht ohne, Leute. Das ist nicht ohne. Ich sag dir, das ist... Oh Gott, der Truck wird gewinnen. Der Truck wird gewinnen. Okay, fahr du, MBK. Du wirst verlieren. Ich sag dir... Ganz kurz, wie kommst du durch den Reifen? Ja, ich gehe davor einfach, vorm Reifen. Ja, okay. Okay, fahr du zuerst. Ich sag dir, du wirst aber keine Chance haben. Also das war definitiv dein Ende. Ich bin gespannt, wie weit du fliegst. Also du denkst jetzt, du bist besser als ich, ja? Safe. 3, 2, 1, let's go, Leute. Let's go, MBK. Oh mein Gott. Oh. Shani? Oh mein Gott. Bro. Shani? Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Was ist das denn? Ein Moment, können wir kurz festhalten, dass es mein zweites Auto ist, welches über Dubai rüberfliegt? Ich glaube sogar, das Auto macht gerade einen neuen Rekord, ne? Ich glaube, das Auto macht einen neuen Rekord. Ja. Könnte knapp werden. Bro, es macht einen neuen Rekord. Was redest du knapp? Das ist ein neuer Rekord. Es ist das Glücksrad G-Klassenmobil. Checkst du das? Ja, vorbei. Leute, das ist komplett krank. Das ist komplett krank. Ja, wenn du willst, fahr schon mal los. Ich hatte noch ein krasseres, wir hatten schon mal ein krasseres Auto gehabt. Die Diamant-Auto, aber ich bin gespannt, wie weit ich mit dem Wagen hier komme. Bleib drin, ich will gucken, ob ich gleich weiterkomme. Bin drin. Okay, Leute, let's! Oh mein Gott. Es fährt sich... Nummer 9. Es fährt sich gut. Ist sehr gut gefahren. Okay, Leute, ich muss genau gerade bleiben. Ich muss noch mal gerade bleiben. Ich muss das jetzt probieren. Also ich erlaube dir, weil du eine richtige Niete warst, diese Folge. Probier ruhig. Okay, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, es fliegt noch weiter nach oben. Bro, ich will jetzt nicht pushen. Ich will jetzt gerade nicht pushen. Aber du fliegst schon runter, richtig. Der kommt noch. Ich mich halt gefragt habe, ist, warum sind hinten Stühle auf dem Auto, Stühle? Bro, das ist von Mad Max das Auto. Die drehen auch damit komplett durch. Ja, das war's. Leute, ich habe heute echt abgelost gegen MBK. Wir hatten absolut gar keine Chance gehabt. Ich hoffe, euch hat der Dubai-Stadtsprung gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt MB-Blogs aus. Tschüss.